bin ich wieder. So. Dann lass mal gucken, ob wir hier in diesem High-Level-Gebiet irgendwas bekommen können. Der ist so nur 32. Und unsere Ouroboros-Kräfte werden hier unterdrückt? That's good to know. Da ist eins der Items, die wir brauchen. Besser sind die Spinnies. Okay, 62, das ist okay. Nice. Okay, drei noch davon. Drei. Gib mir drei. Naja. Da ist schon wieder einer. Wir laufen aber weiter. Sehr schön. Was? Wachling? Wer wettet, dass am Ende des Tunnels ein riesiger Spinnenboss ist? Ich wette. Na? Prasa-Onsen. Schön warmes Wasser. Okay, aber wir haben nicht genug von dem Item bekommen, was wir brauchten. Also wir müssen hier nochmal durch wahrscheinlich. Vorher will ich aber diesen Container. Guck kurz, ob ich meinen Stuhl wieder runter gemacht habe. Warte. Der war so. Der war richtig eingestellt. Karte. Kann ich einfach wieder zum Anfang der Höhle teleportieren? Ja, ne? Und dann einfach wieder hier überall langlaufen. Ich würde auch gerne mal da hinten gucken. Ich weiß, dass die Level 96er sind, aber wir versuchen uns mal durchzuschleichen. Achtet uns nicht. Rebellionshöhle. Ja, okay, also hier können wir nicht interlinken. 96. Wir werden wahrscheinlich, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gleich sterben. Der erste Gegner uns aggroht. Oh. Nicht hier hoch? Nee. Oh nein, oh nein, oh nein. Urpfeil-Trutan. Oh Gott. Wir leben noch. Ja, das war ein noch, weil ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich war auf Mio gewechselt und dann versuchen wir jetzt mit Mio weiter wegzulaufen. Weil ich glaube, Noah ist so gut wie down, ja. Okay. Ich brauche Senna, genau. Nee. Ich wollte eigentlich abbrechen. Weil wir sind doch nur am Window shoppen. Wir haben hier nichts verloren. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
Bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Wow, dass wir so lange überlebt haben bisher. Das Container können wir nicht stibitzen. Das wird wahrscheinlich auch so ein richtiger High-Level-Container sein. Nein! Warum? Nein! Nein, 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 nein! Wir laufen, Leute, wir laufen. Oder wir schwimmen, wir schwimmen. Oh nein, ich bin geaggrot, ich bin geaggrot, ich bin geaggrot. Okay, ich bin nicht mehr geaggrot. Einfach weg. Einfach weg, einfach weg. Einfach schwimmen. Und wir laufen. Und wir laufen. Oh nein, da ist ja noch einer. Das sind noch ganz viele. Okay. 99. Wir haben 102er Gegner. Aber wir können denen hier den Weg weisen. Aber die Cutscenes gebe ich lieber. 200 Reputation für irgendwas, was wir noch nicht haben. Okay, okay. Vogelkönig Yarutan und daneben. Ich möchte eigentlich nur noch das Item und dann raus hier. Gehen wir mal das Item. Brauchen das. Gehen wir mal hier lang. Das ist immer ein Container. Wäre cool, wenn wir den bekommen. Ich glaube, das sieht aber schlecht aus. Yes! Einen guten Container. Was kriegen wir? 3 SP. Makellose Edelsteine, standhafte Fußkette. Sonst noch irgendwas? Warte, wir gucken uns mal an, was diese Fußkette macht. Ausrüstung. Natürlich Ausführung erlitten den Schaden 22% reduziert. Nee. Nicht gerade das Gelbe vom Ei. Hunderter Gegner, Level 99er Gegner, ist echt krass hier. Da ist auch nochmal einen Container. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht sterben, nicht sterben. No. Okay. Nice, den Container kriege ich auch noch. Von Goldmünze, ganz viel Geld. Nein, ich. Okay. Ah. Schaut mal her. Ja gut. So, gehen wir nochmal hier hin und gucken nur nach dem Item, was wir noch brauchen. Ah, es war eine schöne kleine Detour in ein High-Level-Gebiet. Da haben wir auch einfacher überlebt als in dem Giftsumpf, was dann auch wieder zeigt, dass Giftsümpfe einfach fucking broken sind in Games. Und das ist das letzte Item, was wir brauchen. Nice. Haben wir jetzt alles?
Gib den legendären Koch die gesammelten Zutaten. Yes. Okay. Der legendäre Koch war hier. Das wird der schnellste Weg sein. Hier über das Seil rutschen und dann gucken. Ich mach Cookie Cookie. We're sliding down. Ich würde auch hier gerne so krass erkunden, das ist auch alles noch viel zu high level für uns. Und die Affen haben auch schon hübsche Ärschen, ne? Muss man einfach so sagen. Ne? Da haben sich die Entwickler nochmal extra Mühe gegeben. Da sind wir hinter dem oder vor dem eben gewesen? 75 ist der. Okay. Wonak Gorillus. Dann. Nochmal eine leckere, ein richtiger schöner Schägellauch. Schägellauch. Und eine Jadekoralle. Hallo Tempapa, wir haben's. Yes, amount this size may just suffice. What is purpose of use? Cooking on Manana. The problem is that it lacked tools, technique and soul. Now even more things missing. To get best out of ingredients, must use condiments. And to get best from technique, needs special something. Can teach special something? That question. Wait here for Tick. Just how long this going to take? Maybe he steal away goods and scarper with. Who steal away and scarper with? I am standing up on with spotless reputation. Manana thought Tempapa disappeared for good. When old like me, you understand value of nap. Stay up all night is out of question. So Tempapa just went away for taking nap? That right. Nap has revealed wisdom to Tempapa. Oh? What this? It a pot. But Manana have one of those too. Oh, I think not. Not pot like this. Sad to say, but pot of Manana cannot make up for lacking things. It heavy duty exclusive Nuppon brand pot. User choose tool of trade, it true, but also fact that tool choose user. Part of Manana, shape become all warped from use in battle. Now it not quite perfect fit. Mama, that was problem. What is exact point of wielding cooking pot as weapon? That fly overhead of Tempapa, but that not all. How Manana is so careless with utensil, even when shows such great promise as Chef Ipon. It's true! This pot suit Manana down to ground! The more Manana cook with, the better Manana cook. Then even if used in battle, it not warp. You give Manana cooking pot? Cooking of Manana... not actually so bad. But tools simply not able to keep up with level of skill. That make cooking sad, and utensil sad too. Ah, so that's why her technique and tools aren't up to scratch. That right. It's all question of feeling. Love is very important thing for technique and cooking. What about teaching us some actual cooking? What talking about now? Tempapa not specialist so much of cook.
Word on Creepvine was Tempapa legendary chef Ipon. Tempapa just make new cooking utensil, nothing more. Cooking of meals, they just to make sure utensil work. Meh meh. Then that mean Tempapa not actually legendary chef Ipon? Oh, I'm well aware that some Nopon call Tempapa that. Tempapa choose not to refute spreading rumor. Is that all there was to it? What did you just say? Please tell me I misheard. It nice feeling to be complimented. Pictured as cool lone Wonderpal. Can't believe this. It's okay. Manana not mind at all, Lance. Manana learn ins and outs of cook pot. To make tippest of top food, having of best utensils is required. Manana would never realize this if not learn lesson from Tempapa. That alone make Tempapa worthy of title of Masterpon. Only one thing left. Manana can't wait to get stuck in with making food. Get pot used to fire nice and slow. That surefire secret to make cooking of Manana really shine. Manana ready, all of technique and soul. Also, spirit and personality. Getting a bit much. Oh, ho, ho. And pinch of motivation. Tasty. It's so different from before. I could eat piles and piles of this. Yeah. How the spark can one pot change so much about a dish? Warp of pot is warp of heart, and warp of heart is warp of cooking. What? Though it also plenty true that beloved tool will create beloved food. But you still consider it unthinkable to wield as a weapon. Truth be told, that part still rubbed Tempapa wrong way. But from initial impression of cooking, could tell Manana made with talent, without understanding of how to use tool. That was thing that really needed correction. Is Tempapa eating well? Tempapa only eat little, cannot gorge self like young buck. Manana is making more! No fear! Do Riku also have difficulty getting along with humans like Tempapa? There are many things one can only attain by cooperation and speak with others. If not travel with Noah and others, then not have chance to eat cooking of Manana now. Indeed. Riku very strange, Nopon. Or maybe the strange one is you, living out here like this. This Nopon way of living. Come, come. Everyone eat up nicely now. Riku will have some. Not forget to treat tools with care. That only thing friends must remember. Manana, promise. Manana's Waffe ist stärker geworden. Grenze der Heldenklasse erweitert auf 20. Aber macht die auch jetzt mehr Schaden oder so? Ich konnte leider nicht vorher gucken, wie viel Schaden sie macht. Oder die beiden zusammen. Und ich vielleicht ein neues Talent oder so hinzubekommen. I don't know. Kann sein, ich bin mir auch nicht sicher. Wieder ein Nebenquest-Merkschaft. So, wir haben aber noch eins. Das hier nämlich. Wohin müssen wir dafür? Penetelas, okay. Penetelas. Der.
Ach, Kohlenlampe, macht Sinn. Ach, stimmt, Isurd war nicht der mit dem Leeren, sondern der von der? Okay, bleibt mich auch einfach nur lost. Aber ich würde sagen, das Quest machen wir ja nächstes Mal dann. Genau, hören wir hier für heute auf. Ich hätte gerne eigentlich noch ein bisschen weiter gemacht, aber ich bin irgendwie kaputt.